Müssen wir in Zukunft Inhalte kennzeichnen, die von Menschen gemacht sind? Geht es um ein Thema, nämlich um die Deklaration, sprich Kennzeichnung von KI-Inhalten. Wie du schon gemerkt hast, wenn du auf Instagram unterwegs bist, dann ist es so, dass die ganzen Social-Media-Plattformen dich mittlerweile dazu bringen und fast zwingen, dass du Inhalte als KI-generiert kennzeichnest, solltest du KI genutzt haben. Das ist an und für sich nichts Verwunderliches. Einerseits natürlich, weil man weiß, dass die Menschheit, respektive die Konsumentinnen und Konsumenten nicht hinters Licht geführt werden sollen. Und andererseits auch ist es ein sehr gutes Instrument, um das zu verhindern, was momentan gerade auch so ein bisschen passiert, nämlich dass KI-Trainingsmodelle mit weiteren KI-Inhalten getrainiert werden. Mit solcher Kennzeichnung deklariert man grundsätzlich KI-generierte Inhalte. Was ist allerdings dann, wenn du das Ganze von Menschen gemacht hast, richtigerweise eigentlich eine natürliche Erstellung ist, sollten wir das auch kennzeichnen. Nun, not by AI, FYI, also FYI, will genau das. Sie haben ein Modell entwickelt, wo du einerseits deine Inhalte, wenn du Künstler oder Künstler bist, aber auch wenn du eine Webseite hast, einreichen kannst. Dann prüft jemand diese Inhalte und gibt dir ein entsprechendes Siegel. Das Siegel kostet entweder einmalig 99 Euro oder du kannst das Ganze auch im Abo haben. Dann prüfen sie regelmäßig deine Inhalte und damit kriegst du auf deiner Webseite oder auf deinen Bildern, auf deinen entsprechenden Inhalten, die du zwar vielleicht am Computer generiert hast, aber nicht mit KI verändert hast oder mehrheitlich nicht verändert hast, ein entsprechendes Label. Warum sage ich mehrheitlich? Nun, die Gründerinnen und Gründer hinter notbyai.fyi sagen, dass du grundsätzlich 90% der Inhalte von dir selbst, also von Menschen, kreiert werden soll. 10% darf mit KI verbessert, verändert, angepasst sein. Du kriegst trotzdem noch das Label. Und die Frage stellt sich doch grundsätzlich, in Zukunft müssen wir unterscheiden und das auch deklarieren zwischen menschlichen und oder KI-Inhalten.